Wie tief können wir in die Erde bohren? Was ist da technisch möglich und wie tief hat man bis jetzt gebohrt? Sind sogenannte Earth Scraper die Gebäude der Zukunft? Willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Los geht's! Die Menschheit wächst und wächst und viele Städte, die platzen bereits aus allen Nähten. Natürlich kann man versuchen, mit höheren Gebäuden quasi vertikale Städte zu errichten. In diesem Video hier, da habe ich mich damit mal auseinandergesetzt, wie hoch man eigentlich bauen kann. Speichert euch das gern für später ab. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, dass man ja auch in die Erde hineinbauen könnte? Sind Städte unter der Erde denkbar? Und wie tief kann man überhaupt bohren? Wie tief ist man schon vorgedrungen und wie sieht die Erde im Inneren überhaupt aus? Kurz nach der Entstehung des Planeten war die Erde ein heißer Ball aus geschmolzener Materie. Alle Bestandteile waren zunächst durchgemischt und zwar halt so, wie sie bei der Entstehung der Erde gerade verteilt waren. Metalle, Gestein, eingeschlossenes Wasser und Gase und vieles mehr, also ein großes Durcheinander. Doch im Laufe der Zeit, da änderte sich das. Die schweren Stoffe sanken nach unten zum Erdmittelpunkt, vor allem Metalle natürlich. Gesteine hingegen waren etwas leichter und stiegen nach oben, die leichtesten bis zur Erdoberfläche. Und dort kühlten sie sich langsam ab und erstarrten. So trennte sich die Materie der Erde in die drei kugelförmigen Schichten, die wir heute kennen. Man kann sich den Aufbau der Erde so vorstellen wie so ein Pfirsich. Außen so eine hauchdünne Schale aus leichten, festen Gesteinen, die Erdkruste also. Sie ist im Durchschnitt nur 35 Kilometer dick, was gemessen an der gesamten Planetengröße natürlich extrem wenig ist. Unter der Erdkruste, da befindet sich das Fruchtfleisch, der fast 3000 Kilometer dicke Erdmantel aus schwerem, zähflüssigen Gestein. Und im Inneren der Erde, ja, da liegt der Erdkern aus den Metallen Eisen und Nickel. Den Erdkern kann man wiederum in zwei Schichten einteilen. Da ist erstmal der äußere Kern etwa 2200 Kilometer dick und 5000 Grad Celsius heiß. Das vorkommende Metall, da, das ist natürlich geschmolzen und ungefähr so flüssig wie Quecksilber. Und ganz innen liegt dann der innere Kern. Und der ist mit 6000 Grad Celsius nochmal etwas heißer als der äußere Kern und ungefähr so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Aber überraschenderweise ist die Materie dort fest. Das liegt daran, dass mit zunehmender Tiefe nicht nur die Temperatur steigt, sondern auch der Druck. Die äußeren Schichten, die auf dem Erdkern lasten, die drücken das Material so unvorstellbar stark zusammen, dass es sich nicht verflüssigen kann. Der Kern dreht sich mit seiner eigenen Geschwindigkeit bis zu 0,2 Längengrad pro Jahr schneller als die Erdschichten darüber. Dieses innere und äußere Kernduo, das wird als Geodynamo der Erde tatsächlich bezeichnet. Die Erde, die ist also ein Pfirsich. Bildlich gesprochen natürlich. Naja, und für die Kreisläufe, die in diesem Pfirsich stattfinden, da würde ich das Bild einer Lavalampe nehmen. Also in so einer Lavalampe, da bringt die Wärme der Lampe die Flüssigkeit in Bewegung. Im Erdinneren ist es auch sehr heiß und feste innere Erdkern, der dient sozusagen als Wärmequelle. Er erwärmt das darüberliegende flüssige Metall des äußeren Erdkerns. Dieses steigt nach oben und gibt seine Wärme an den Erdmantel weiter, wodurch er sich allmählich abkühlt. Dann sinkt es wieder nach unten, wo es sich erneut erhitzt. Ein zweiter ähnlicher Kreislauf findet im Erdmantel statt. Sein aufgeheiztes Gestein bewegt sich vom Kern nach oben in Richtung Erdkruste, an die es wiederum Wärme abgibt. Nachdem es sich abkühlt, fließt es abwärts zum Erdkern zurück, wo der Kreislauf erneut beginnt. Weil das Erdmantelgestein sehr zäh ist, bewegt sich die Konvektionsströmung nur wenige Zentimeter pro Jahr. Ja, und durch diese Gesteinsströme, da wirkt halt extrem viel Hitze und Druck auf die dünne Erdkruste. Nicht immer kann sie dem Ganzen standhalten und ab und zu reißt sie dann auf. Und das kennt ihr natürlich, das sind dann die Vulkane, die da entstehen. Ja, und die Beschaffenheit unseres Planeten ist hochkomplex. Und unsere Erde ist nicht bloß kaltes Gestein. Wenn man tief graben will, muss man sich deshalb auf viele Eventualitäten vorbereiten, wie halt dieses heiße Gestein. Und wann wird es zu heiß? Also auf was für Stoffe und Aggregatzustände trifft man? Während man schon viel früher Wissen über das Weltall sammeln konnte, hat man erst um 1900 moderne Messmethoden entwickelt, um den inneren Aufbau der Erde genauer zu bestimmen. Und so richtig spannend wurde es erst am 12. November 1972. Dann begann im Anadarko-Becken in den USA eine Explorationsbohrung zur Suche nach Erdgas. Eineinhalb Jahre später, in 9.583 Meter Tiefe, da blieb der Bohrkopf dann stehen, im flüssigen Schwefel. Und diese Bohrung, die erhielt den Namen Bertha Rogers und hielt den Weltrekord für mehrere Jahre, die tiefste Bohrung der Welt zu sein. Dennoch, der Marianengraben, der tiefste Punkt des Ozeans, der blieb mit 10.973 Metern vorerst der tiefste Punkt der Erde. Ja, und diesen Rekord, der wurde das erste Mal übertrumpft mit der sogenannten Kola-Bohrung. Das Kola Super Deep Borehole befindet sich auf der russischen Halbinsel Kola und war bis vor kurzem die tiefste Bohrung der Welt. Und zwar mit 12.262 Metern Tiefe. Nur noch mal zur Erinnerung, das Loch reicht damit immer noch nur bis zur Hälfte des Erdmantels und bereits in dieser Tiefe war es so heiß, dass der Bohrer kaputt ging. Eigentlich hatten die Sowjets nämlich gehofft, bis auf 15.000 Meter tief zu kommen.
Aber die Temperatur betrug dort unten mit 210 Grad einfach viel größere Temperaturen, als man erwartet hat. Das Gestein in dieser Tiefe schätzen die Forscher übrigens auf ein Alter von 2,7 Billionen Jahren. Außerdem entdeckten die Forscher dort unten eine große Menge Wasser und Planktonfossilien. Insgesamt 24 unterschiedliche Spezies. Eine Münze würde 50 Sekunden fallen, bevor sie den Boden von diesem Loch erreicht. Das ist echt ziemlich verrückt, ne? Und diese 12 Kilometer sind dreimal so tief, wie Forscher zuvor gekommen waren. Nimmt man alle Schichten der Erde mit innerem und äußerem Kern hinzu, da hat diese Kohlebohrung gerade mal 0,02% des Weges bis zum Mittelpunkt der Erde erreicht. Das ist echt krass. Und wie gesagt, das sind sehr, sehr große Tiefen, über die wir hier sprechen. Mittlerweile ist die Kohlebohrung nicht mehr der Höhepunkt des tiefen Bohrens. Mittlerweile wurden diese Bohrungen abgelöst von Bohrungen im Katar, die noch tiefer sind. Aber natürlich sind all diese Bohrungen nur wenige Zentimeter breit. Der tiefste Punkt, an den ein Mensch reisen könnte, das ist 3900 Meter unter der Erde, die Tautona-Mine in Südafrika. Aber wenn es um die Frage geht, ob wir unter der Erde wohnen können, dann muss man erstmal gar nicht so tief gehen. Denn die Idee für Kolonien unter der Oberfläche, die gehen lediglich einige hundert Meter unter die Erde. Die Idee ist übrigens nicht ganz neu. Die türkische Region Kappadokien ist mit unterirdischen Städten übersät und die gehen bis ins 8. Jahrhundert vor Christus zurück. Die größte von ihnen ist Derinkuyu, was so viel wie tiefer Brunnen bedeutet. Ein 18-stöckiges Labyrinth aus Wohnräumen, Küchen, Brunnen und einem Weinkeller für 20.000 Menschen. Und heute gibt es auch schon Beispiele in modernen Städten. Osaka in Japan ist eine weltberühmte Einkaufsstadt, nicht zuletzt aufgrund seiner unterirdischen Shopping-Malls. Das interessanteste Projekt entsteht aber in Mexiko-Stadt. Architekten haben da einen Plan für einen Wolkenkratzer in der Tiefe entwickelt, also den sogenannten Earthscraper, der 300 Meter tief reichen soll. Durch seine Form, einen umgedrehten Pyramide, soll er Tageslicht einlassen. Die Earthscraper sollen also nicht nach unten vergraben werden, sondern nach oben hin geöffnet werden, sodass auch Tageslicht eindringen kann und lediglich weitere Ebenen zum Leben, Arbeiten und Wohnen geschaffen werden. Gärten mit Tageslicht würden dafür sorgen, dass man nicht so stark merkt, dass man sich unter der Erde befindet. Die Zukunft des Lebens unter der Erde könnte vertikales urbanes Wohnen vielleicht bald ablösen. Das Ganze, das klingt super aufregend, aber ich habe da noch so ein paar Fragen. Und eine der Fragen ist, wie sieht das mit den Kosten aus? Also ich habe gesehen, dass die Kosten für dieses Bauprojekt unter der Erde 800 Millionen US-Dollar sein sollen. Und das klingt jetzt gar nicht so viel, aber wenn man überlegt, wie viel komplexe Probleme damit zusammenhängen, kann man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich im Nachhinein viel, viel teurer wird. Haben wir ja bei unserem Bahnhof hier in Stuttgart auch gesehen. Ja, und dann ist da noch diese Erdbebengefahr. Also Mexiko-Stadt hat eine extrem hohe Gefahr dafür. Und wie sieht das sicherheitstechnisch aus? Nicht nur für das Gebäude selbst, sondern auch für die Gebäude drumherum. Würde das die Instabilität der ganzen Stadt gefährden? Und wenn die Erde wackelt, wären die gewaltigen Pyramidenstrukturen des Gebäudes dann stark genug, um einen massiven Kollaps zu verhindern? Aber wie seht ihr das denn eigentlich? Ist das für euch eine Alternative zum Bauen in die Höhe, also nach unten zu bauen? Schreibt das mal in die Kommentare und argumentiert auch mal dafür oder dagegen. Tut mir einen Gefallen und klickt mal auf dieses Video hier. Das ist eines der wichtigsten Videos, glaube ich, die ich jemals gemacht habe. Es geht um das Thema Schule versus YouTube. Wo lernt man mehr? Und es klingt jetzt erstmal ein bisschen plakativ, aber ich habe da eine ziemlich coole Studie gefunden, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und es ist auch ein Video, was mich selber sehr betrifft. Also schaut euch das gerne an. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns wieder Dienstag und Donnerstag, 18 Uhr. Und lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat.